Herzlich willkommen beim Videozyklus zum Thema Regeln für das Differenzieren. Ich möchte für euch zunächst anschaulich die Ableitungsregeln einiger wichtiger Funktionen wiederholen und anschließend auf Funktionen der Form k mal f von x und f von k mal x eingehen. Wir wissen bereits, was eine Ableitungsfunktion ist und vor allem wissen wir, dass wir mit f' von x an jeder Stelle x die Steigung der Tangente bei der ursprünglichen Funktion f erhalten. Beginnen wir mit der konstanten Funktion f von x gleich c. Ich habe für euch die Funktion f von x gleich minus 1 gezeichnet. Wir sehen, an jeder Stelle hat diese Funktion den Funktionswert minus 1. Ihr Graph verläuft parallel zur x-Achse und hat die Steigung 0. Egal, ob sich der Graph unterhalb der x-Achse befindet, also c einen negativen Wert einnimmt, oder oberhalb, immer ist der Graph parallel zur x-Achse und hat die Steigung 0. Das heißt, wir können schreiben, bei einer konstanten Funktion f von x gleich c ist die Ableitungsfunktion immer 0. F' von x gleich 0. Wie lässt sich nun eine lineare Funktion differenzieren? Sie hat die Funktionsgleichung f von x ist k mal x plus d, wobei k die Steigung angibt und d die Verschiebung entlang der y-Achse. Das heißt, für das Bilden der Ableitungsfunktion ist nur die Steigung k relevant. Sehen wir uns das am Graphen an. Ich habe für euch die Funktion f von x ist minus 0,5x gezeichnet. Man sieht am Steigungsdreieck 1 nach rechts, k hinunter, den Wert minus 0,5. Und dementsprechend ist auch die Ableitungsfunktion f' von x gleich minus 0,5. An jeder Stelle hat die Funktion f von x ist minus 0,5 mal x die Steigung minus 0,5. Wenn nun das k verändert wird, verändert sich auch der Steigungsdreieck und auch die Ableitungsfunktion. Ihr seht hier im Bild jetzt die Funktion f von x ist 2 mal x. Die Steigung hat den Wert 2 und auch die Ableitungsfunktion ist wieder eine konstante Funktion. F' von x ist 2. Das heißt, allgemein können wir schreiben, f' von x ist bei einer linearen Funktion immer die konstante Funktion k. Kommen wir zur Ableitungsregel für eine Potenzfunktion der Form f von x ist x hoch n. Ich habe für euch die Grundparabel f von x gleich x² gezeichnet. Wir sehen hier einen Punkt p auf dem Graphen mit seiner zugehörigen Tangente. Um die Tangentensteigung geht es bei der Ableitungsfunktion. Die Ableitungsfunktion ist hier am Diagramm orange eingezeichnet. Und wir sehen bei diesem Punkt P, dass die Steigung der Tangente relativ klein ist, dementsprechend der Wert der Ableitungsfunktion relativ weit unterhalb der x-Achse angesiedelt ist. Wenn wir uns aber mit diesem Punkt P entlang der x-Achse nach rechts bewegen, Richtung Ursprung, so nimmt die Tangentensteigung zu. Sie ist zwar noch immer negativ, solange die Tangente negativ ist, aber sie nimmt zu. Der Funktionswert der Ableitungsfunktion nimmt genauso zu, bis er schließlich im Ursprung den Wert 0 erreicht, weil die Tangentensteigung 0 ist und anschließend ins Positive geht. Jetzt steigt die Tangente immer stärker an. Der Funktionswert der Ableitungsfunktion wird immer größer. Die Grundparabel f von x gleich x² hätte die Ableitungsfunktion f' von x ist 2x. Und allgemein kann man für eine Potenzfunktion der Form f von x ist x hoch n die Ableitungsfunktion f' von x ist n mal x hoch n minus 1 formulieren. Der Exponent wird nach vorgegeben und die Hochzahl um 1 vermindert.
Auch die lineare Funktion ist im Übrigen eine Sonderform der Potenzfunktion und ließe sich nach diesen Regeln ableiten. Aber kommen wir jetzt zur Summenregel. Setzt sich eine Funktion aus zwei Summanden zusammen, aus zwei verschiedenen Funktionen, so kann man bei der Ableitung einfach beide Funktionen ableiten. Das Rechenzeichen bleibt erhalten. Also f von x plus g von x ergibt abgeleitet f' von x plus g' von x. Das gilt für beliebig viele Summanden und es gilt auch für Differenzen. Das ist eine gute Hilfe für jede Polynomfunktion, weil man ja jede Polynomfunktion, ich nehme hier das Beispiel einer Polynomfunktion, h von x ist x hoch 4 minus 5x plus 1. Und ich könnte diese Polynomfunktion aus drei Funktionen zusammensetzen, aus einer Potenzfunktion, einer linearen und einer konstanten Funktion. Und dementsprechend ist dann die Ableitungsfunktion h' von x einfach 4 mal x hoch 3, Potenzregel, minus minus 5x, das k ist minus 5, bleibt erhalten. Und die konstante Funktion f von x gleich 1 hatte ja die Ableitungsfunktion 0. Das heißt, der konstante Summand fällt einfach weg. Und auf diese Weise lassen sich viele Polynomfunktionen ableiten. Kommen wir abschließend noch zu Ableitungsregeln für Funktionen der Form k mal f von x und f von k mal x. Um diese Ableitungsfunktionen zu kennen und auch zu verstehen, ist es wichtig, sich zu veranschaulichen, wie sich eine Funktion ändert, wenn sie mit k multipliziert wird. Ich habe für euch die Sinusfunktion f von x ist Sinus x gezeichnet. Ihr seht es am rosa eingefärbten Graphen. Und eine zweite Funktion g von x ist 2 mal Sinus x. Das heißt, der Faktor k wurde hier mit 2 belegt. Und wir sehen, an jeder einzelnen Stelle ist der Funktionswert dieser Funktion genau doppelt so groß. Allgemein bewirkt k größer 1 eine Streckung entlang der y-Achse, k zwischen 0 und 1 eine Stauchung entlang der y-Achse und ist k kleiner 0, so hat man es mit einer Spiegelung an der x-Achse mit dem Betrag von k zu tun. Für die Ableitungsfunktion, da jeder Funktionswert mit k multipliziert wird, wird auch bei der Ableitungsfunktion jeder Funktionswert mit k multipliziert. Und das ist die sogenannte Regel vom konstanten Faktor. Ein konstanter Faktor bleibt beim Ableiten erhalten. Aus k mal f von x wird abgeleitet die Funktion k mal f' von x. Etwas schwieriger ist die Sache, wenn das Argument mit k multipliziert wird. Dafür habe ich die Funktion h von x vorbereitet im Vergleich zur Sinusfunktion. H von x ist Sinus 2x. Wir sehen eine Stauchung entlang der x-Achse mit dem Faktor 1/2. Die Funktion läuft quasi doppelt so schnell. Wäre k zwischen 0 und 1 gewesen, hätten wir es mit einer Streckung entlang der x-Achse zu tun gehabt. Für die Ableitungsfunktion dieser Funktion müssen wir beachten, dass wir es eigentlich mit zwei Funktionen zu tun haben. Mit einer äußeren Funktion f und einer inneren linearen Funktion k mal x. Und beim Ableiten bilden wir zunächst die Ableitung der äußeren Funktion f' von k mal x und anschließend wird diese innere lineare Funktion abgeleitet und ergibt k. Vielleicht habt ihr im Unterricht den Namen Kettenregel verwendet. Ansonsten ist es wichtig, einfach nicht zu vergessen, mit diesem multiplikativen k anschließend zu multiplizieren. Der Faktor k wird auch oft vorn an die Funktion gestellt. Damit sind wir am Ende des Überblicks angelangt. In den folgenden Beispielvideos gehe ich noch auf Funktionen der letzten beiden Typen ein. Und ich hoffe, ihr seid dabei.